Im zweiten Vlog nehme ich dich mit auf eine Fahrradtour durch Istad. Ich weiß ja nicht, was du mit Istad verbindest, aber ich denke da so an Henning Menkell, Kurt Wallander. Bei der Stadttour sind mir zwei Drehorte aufgefallen. Vielleicht erkennst du sie ja wieder. Und was mich auch positiv überrascht hat, ist der wunderschöne Sandstrand von Istad. Aber ich will nicht zu viel verraten. Viel Spaß bei den Aufnahmen. Istad hat auch einen ganz kleinen Stadtpark zu bieten, in dem bin ich jetzt gerade. Ist ganz hübsch angelegt, schöne Pflanzen hier mit dabei, es gibt so einen ganz kleinen Fluss in der Mitte, ist ganz nett gestaltet, inklusive einem Spielplatz und einer Freilichtbühne. Leider nicht so riesengroß und man hört auch die vorbeifahrenden Autos im Hintergrund, aber schon ganz nett. Thank you.
kleiner Gang durch den Klostergarten. Darf auch nicht fehlen. Und hab das im Vorbeifahren erkannt. Die ehemalige Polizeiwache von Kurt Wallander. Cool, oder? Vorhin hatten wir den Arbeitsort, jetzt haben wir den Wohnort von Kurt Wallander. Also das ist die Wohnung, wo er laut der Serie immer gelebt hat und seine Opernarien gehört hat.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise abonnieren nicht vergessen. Und du hast die Möglichkeit, unten die Glocke zu klicken. Das bedeutet, du wirst automatisch informiert, sobald ich ein neues Video hier uploade. Danke dafür.